Herzlich willkommen bei der Procreate Art Factory, heute in einem komplett anderen Setting, wie ihr seht. Der Tisch ist der gleiche, kein iPad und wir sind zu zweit. Und Jan ist der Mann hinter der Kamera. Jetzt kennt ihr endlich mal, jetzt habt ihr endlich mal ein Gesicht zu dem, was so insgesamt in diesem Tutorial passiert. Und wir haben uns vorgenommen, wir stellen uns beide mit drei Worten vor. Jan, was sind deine drei Worte? Medienwissenschaften. Nummer eins. Genau. Sport. Sport. Und Videografie. Super. Meine sind Grafikdesign, visuelle Kommunikation, Dozent für Kunst, Coach im weitesten Sinne und freischaffender Künstler natürlich. Wäre ja schade, wenn das jetzt gerade fehlt. So, und wir wollten einfach mal im Zweiergespräch überlegen, wo stehen wir eigentlich gerade mit diesem Kanal, mit diesen Tutorials und wie geht es überhaupt weiter? Und an dieser Stelle schon mal die Ankündigung, zum Schluss gibt es noch einen Wettbewerb. Ihr solltet also dranbleiben. So, wie ist der Stand der Dinge, Jan? Ja, der Stand der Dinge ist gut. Also wir sind, wussten ja beide nicht, was uns erwartet am Anfang vor ein paar Wochen, als wir es irgendwie angefangen haben. Und mittlerweile haben wir über 200 Abonnenten, sind super dankbar dafür, kann ich für uns beide sagen, denke ich. Ne? Unbedingt. Und ja, viele Leute machen mit. Wir haben Spaß. Ihr habt hoffentlich Spaß. Und ja. Ist toll. Wir haben wirklich sehr viel Spaß. Es ist eine so wunderbare Angelegenheit. Hätte ich auch nie erwartet. So, und das Tolle ist wirklich, dass, wie du ja auch schon sagtest, so viele Menschen mitmachen, uns auch immer wieder Sachen schicken, die sie gemacht haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, es muss auch weitergehen. Es gibt jetzt ein neues, kleines, anderes Format, was jetzt gerade online geht oder auch schon glaube ich, mit einem Film online ist. Und ja, das ist Jan. Kurz und knackig heißt genau. Die ganze Sache. Was verbirgt sich dahinter? Genau, wir haben uns gedacht, wir wollen ein paar Funktionen von Procreate, die grundlegenden Sachen wirklich mal kurz erklären, damit man sie auch mal nachschlagen kann, wenn man will, wenn man nicht mehr weiß, wie Ebenen funktionieren, was für Möglichkeiten Ebenen bieten und so weiter. Und da erklärst du dann die wichtigen Funktionen eben kurz und knackig, damit dann die anderen Sachen fluppen. Unbedingt. Ja. Denn das Interessante ist ja, wenn man anfängt mit so einem Programm, man weiß ja gar nicht, wie vielfältig das ist. Also ich habe ewig gebraucht, um das überhaupt zu kapieren. Ich dachte anfangs immer, es ist ein Zeichenprogramm, aber es ist ja so viel mehr. Und in diesen kurzen Folgen haben wir einfach auch über Stichpunkte, die wir geben, geben wir euch die Möglichkeit, relativ schnell Sachen immer wieder nachzublättern sozusagen. Und eine weitere Sache, die wir vorhaben, das ist tatsächlich ein Schritt, wenn ich jetzt sage, zurück zum Analogen, trifft es das nicht so ganz, weil es ist nicht wirklich ein Schritt zurück, sondern es ist auch ein Schritt nach vorne. Denn ob wir jetzt über Procreate oder mit Procreate arbeiten, ob wir malen, ob wir zeichnen, es geht immer um das Gleiche. Es geht immer darum, sich kreativ auseinanderzusetzen, sich visuell auseinanderzusetzen, eigene Ideen zu vervielfältigen, seiner Sehnsucht nachzugehen, die auch zu entdecken und sich in künstlerischen Prozessen zu vertiefen. Und das kann man auf jeder Ebene. Das geht mit Procreate wunderbar, schon allein deshalb, weil es da eine Reset-Taste gibt. Aber es geht natürlich auch so toll über Zeichnung und Malerei. Zeichnen heißt Wahrnehmung lernen, ganz andere zeichnerische Projekte machen, künstlerische Projekte zu machen. Und Malerei, da habt ihr das Haptische, ihr habt dieses, sich zusiffen mit Farbe, Materialschlacht, Schlammschlacht, das ist toll. Also auch das gehört ein bisschen dazu. Das geht über Procreate tatsächlich nicht, aber alles drei zusammen ist eine perfekte Mischung. Das waren jetzt so ein paar kleine Visionen, die wir haben. Es wird noch weitergehen. Also das ist einfach eine so irre Zeit und ein so schönes Projekt. Es macht uns beiden einfach so viel Spaß. Ich glaube, da müsst ihr noch etwas länger mit uns vorlieb nehmen. Aber es gibt jetzt vor allen Dingen auch noch etwas ganz anderes und das ist... Der Wettbewerb, genau. Der Wettbewerb. Und dahinter verbirgt sich Folgendes. Nachdem ihr ja jetzt im besten Fall zehn Tutorials mitgemacht habt, im besten Fall, ihr hattet vielleicht auch mal abends keine Zeit, aber im besten Fall schon, sollt ihr jetzt bitte eine künstlerische Arbeit machen nach eurem Gutdünken, wie man so schön sagt. Also so wie, ihr sollt einfach das machen, wo ihr Bock zu habt. Und wenn ihr mit dieser Arbeit so richtig zufrieden seid, wenn ihr das Gefühl habt, ja, das ist das, was ich unter Kunst verstehe, das ist das, was ich jetzt machen möchte, dann ladet ihr diese Arbeit auf eurem Instagram-Profil wieder hoch mit einem @StephanGeisler Seminare
und dann nehmt ihr an einer Verlosung teil. Und diese Verlosung beinhaltet natürlich Preise. Und diese Preise sind eigentlich auch ganz spannend, denn sie beinhalten einen Bereich, über den wir noch nie gesprochen haben, und dabei ist der so wichtig, nämlich die Fragestellung, wie kommt die digitale Arbeit denn aus dem iPad heraus, sodass ich die an die Wand hängen kann. Das ist halt etwas, das läuft in der Malerei und in der Zeitung ein bisschen direkter. Und hier muss man tatsächlich auch wieder überlegen, oh gut, wer printet mir was? Was gibt es für Möglichkeiten zu printen? Man will das ja nicht zu Hause am Hausdrucker machen, sondern man möchte auch eine wirklich richtig gute Qualität haben. Wir werden demnächst auch nochmal eine Sendung darüber machen, was es für Möglichkeiten gibt. Und die Preise sind folgende. Der zweite bis vierte Preis, es gibt eben vier Preise, ist jeweils eure Arbeit gedruckt auf einem sehr hochwertigen, edlen Büttenpapier, richtig sauber geschnitten, also natürlich nicht signiert, das ist eure Aufgabe und ist ja auch eure Arbeit. Und der erste Preis, jetzt haltet euch fest, ein Fotoprint auf einer Alu-Dibond-Platte, gerahmt in einer Aluminium-Artbox. Da habt ihr also eine ganz kleine Sichtkante vorne und ihr habt ein relativ tiefes Profil. Ich nehme mal selbst für Ausstellungen ganz gerne. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, digitale Kunst zu präsentieren. Und beides so circa im Format 30x40, je nachdem, was ihr uns einsteckt. Das müssen wir davon natürlich ein bisschen abhängig machen, weil ihr vielleicht auch ein Quadrat machen wollt oder was ganz anderes. Das hängt dann davon ab und das sind die Preise. Also, am besten ist, ihr setzt euch jetzt direkt hin, nach dem Tutorial, was nach diesem Film kommt, nach unserem kleinen Gespräch hier, und kreiert eine wunderbare Arbeit für die Procreate Art Factory und natürlich für euch selbst. Und in diesem Sinne, danke fürs Zugucken und viel Spaß beim Mitmachen. Genau. Viel Glück, toi toi toi. Und wie die Preise gezogen werden, dazu in 14 Tagen mehr. Denn das wird ein Heidenspaß, das kann ich euch jetzt schon verraten. Übrigens, Deadline, 25. April, 0 Uhr. Ihr seid dabei, hoffe ich, hoffen wir. Bis dann. Und bis dann. Ciao.